Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Ja, das war ja die Woche, in der es mich krankheitlich sehr, sehr erwischt hatte und es dementsprechend auch lesetechnisch ein bisschen, ja, ich sag mal, schwieriger sozusagen war. Denn ich habe in der Woche tatsächlich sehr, sehr viel Hörbuch gehört, ich habe sehr viel Serie gesuchtet, Filme geguckt. Und war da sehr begeistert und sehr angetan, dass mich irgendwas gut unterhalten hat. Ja, mich hatte ja eine Bronchitis mit einer Kehlkopfentzündung erwischt und ich konnte ja auch ein paar Tage gar nicht irgendwie reden und hatte unglaubliche Halsschmerzen und Husten und mir ging es einfach nicht gut. Und neben Serien, zu denen wir später einfach ganz kurz kommen, habe ich eben tatsächlich Hörbuch gehört. Ich habe Harry Potter 7 begonnen zu hören. Und das ist der letzte Teil der Harry Potter Reihe und die Heiligtümer des Todes. Und ich habe das aber diesmal auch wieder gehört, vorgelesen von Rufus Beck und es war toll. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, wenn man krank ist, als dass einem jemand Harry Potter vorliest. Das nächste Hörbuch war dann Das Labyrinth von London, Alex versus der erste Teil von Benedikt Jacka. Ein Buch, das mir, ich glaube, auch irgendwie Berlin-Frankfurt mal über den Weg gelaufen ist, weil es durch das Cover, was ich irgendwie total hässlich finde, aber trotzdem auffällt. Und so habe ich dann auch dem Hörbuch gelauscht. Und dann habe ich gelesen, als es mir im Grunde schon wieder ein bisschen besser ging, ein E-Book, und zwar Vox von Christina Dalcher. Ja, das Buch ist ja sehr gehypt in aller Munde. Es ist die Rede vom neuen Report der Markt. Ich weiß zwar nicht, warum das so der Gedanke ist. Und es sorgt aber, glaube ich, auch schon ganz schön für Diskussionsstoff. Aber ja, eins nach dem anderen. Wir starten jetzt erstmal mit Harry Potter. Ja, und die Heiligtümer des Todes. Wir sind tatsächlich jetzt im September schon mit Harry Potter fertig. Ich weiß noch, als ich im Januar über meine Pläne des Rereads in diesem Jahr sprach, stellte man sich irgendwie vor, ja, bis da mal die 7 Teile Harry um sind, bis du dann irgendwann mal im Oktober mit Herr der Ringe anfängst, das ist ja noch so viel Zeit und das dauert noch so lange und überhaupt und jetzt ist es tatsächlich schon soweit, ne? Also es ist total verrückt, wenn man ganz ehrlich ist. Es ist jetzt September und der 7. Teil ist rum. Das Schöne ist, was ich euch kurz zeigen möchte, ich hoffe, man sieht es ein bisschen mit der Softbox, dass das Buch am 27.10.2007 bei mir eingezogen ist. Und zwar um 1.40 Uhr mit der Nachtzustellung. Und im Kino war ich zum Double Feature, das war dann im Grunde schon, wo der zweite Teil zum 7. herauskam, am 12. Juli 2011. Und ich habe das, ich hoffe, man kann es ein bisschen, erkennt man es ein bisschen, ich hoffe. Das habe ich im Grunde hier reingeschrieben und mir vermerkt und reingeklebt, das Kinoticket. Und das war so richtig schön, als ich das so eingeteilt hatte und das gesehen habe, dachte ich, oh Gott, es ist schon 11 Jahre her, dass du den letzten Band gelesen hast. Beziehungsweise ja schon ein bisschen länger, weil ich habe ja den englischen 7. Teil gelesen und fand aber diese Nachtzustellungen immer so geil. Und am 27.10. hat meine Mama Geburtstag. Und ich weiß noch, dass wir, glaube ich, an diesem Tag, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo wir hingefahren sind, ob es irgendwo zum Shoppen oder was war, dass ich das Buch tatsächlich im Zug mit mir rumgetragen habe. Wie bescheuert kann man sein, ne? Aber ja, soweit dazu. Ich blende euch jetzt einfach das Hörbuch ein. Ja, ich habe das Hörbuch wieder gehört. Meine Hörbuchliebe begann ja mit dem 5. Teil, den ich ja auf den Weg nach Berlin gehört hatte. Hab dann gedacht, ach, der 6. Teil, es hat im 5. Teil so viel Spaß gemacht, das hörst du auch. Und habe mir jetzt eben auch den 7. Teil angehört und fand es auch wieder großartig. Ich kann natürlich zu dem 7. Teil nicht viel sagen, aber ich glaube, man muss zu Harry Potter. Aber ich glaube, man muss zu Harry Potter auch gar nicht mehr so viel sagen, außer dass es wohl die grandioseste Geschichte ist, die spannend ist, packend ist, düster ist, die ja so viele Emotionen, Freundschaft, Familie, Liebe bereithält und das alles so gepackt in 7 Bände und einfach großartig. J.K. Rowling ist wirklich mit die grandioseste Autorin, finde ich, die es mit auf unserer Welt gibt. Es ist echt der Hammer. Und es wird einem gerade im 7. Teil unglaublich bewusst, was sie vorher geschaffen hat, was sie vorher
alles irgendwie in die Wege geleitet hat, bevor sie dann den Höhepunkt in den siebten Teil legt und man wirklich merkt, wie jeder lose Faden im siebten Teil irgendwie einen Knäuel ergeben, ein logisches Ende finden, Fragen werden alle beantwortet und man einfach nur vor dieser Geschichte sitzt und sich denkt, wie geil ist das denn? Und ich mag diesen Ausdruck eigentlich nicht, aber bei Harry Potter ist das absolut, ja, also es ist einfach großartig. Es ist eine Hammergeschichte. Es war auch wieder der siebte Teil ein unglaublich tolles Hörleseerlebnis. Es ist so viel Dramatik, so viel Düsternis, so, ach, der Wahnsinn. Es sind ganz, ganz viele Tränen geflossen, was sich nicht gut vertragen hat mit meinem Husten. Und ja, wenn man dann vor lauter Geheule dann nur noch mehr hustet, das hat es nicht besser gemacht. Aber es war wirklich der Hammer. Also der Reread hat sich absolut gelohnt. Ich denke mal, zuletzt gelesen werde ich das Buch tatsächlich vielleicht 2011 haben. Zum Start des letzten Kinofilms, das könnte ich mir gefühlt ganz gut vorstellen. Ich glaube, dazwischen habe ich ihn nicht mehr gelesen, bilde ich mir ein. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber man guckt halt tatsächlich auch immer mal dann eher mal die Filme, die ich jetzt auch noch angucken möchte. Also 7.1 und 7.2 möchte ich auf jeden Fall anschauen. Und ich weiß aber jetzt schon, dass sie nicht gut sind. Also ich weiß ja, wie die Filme sind. Man hat die so gefühlt ein bisschen präsenter vor Augen. Was man alles so vergisst, weil man einfach so dieses Visuelle einfach nur aufnimmt von den Filmen und sich das irgendwie besser merkt. Aber es war Hammer. Also ich kann diese Reihe nur jedem empfehlen, der irgendwas mit einer Zaubererwelt anfangen kann. Und selbst wenn man dieses ganze Zaubergedöns wegschiebt, es geht um so viel mehr bei Harry Potter. Und es ist einfach der Hammer. Also ich hätte nicht gedacht, dass es mich beim vierten Mal lesen oder fünften Mal lesen, vielleicht im Insgesamten jetzt, dass mich das nochmal so wegflasht, aber es hat es. Und ich glaube, man muss sich Harry Potter alle 2 Jahre mal auf die Reread-Liste setzen. Und ja, und als ich auch Harry Potter gehört habe, dachte ich schon, Mensch, es gäbe einige geile Bücher, die du zumindest, die ich sozusagen in Erinnerung hätte, das habe ich von mir, ja, ihr versteht, vielleicht werde ich 2019 tatsächlich so ein Vorhaben haben, dass ich einfach Lieblingsbücher rereade, jeden Monat einen. Ich fände zum Beispiel Panem toll, mal wieder zu lesen. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ich würde vielleicht tatsächlich auch nochmal gerne der Bestimmung eine Chance geben, mit dem Wissen, ja, was ich jetzt so ein bisschen habe, mit den Erklärungen von Veronica Roth und noch so das ein oder andere Buch in meinem Regal. Würde unglaublich gerne nochmal, ich bin da mal weg, von Harpe lesen. Ja, von daher, ja, wie ihr seht, es spinnen so ein paar Bücher. Ich gefühlt ist dann das Jahr ja schon um. Aber ja, Harry Potter, absolute Empfehlung und auch von Rufus Beck sehr, sehr gut gelesen. Macht unglaublichen Spaß. Ich finde, der transportiert die Atmosphäre wirklich gut. Wenn ihr euch überlegt, hört einfach mal ins Hörbuch rein. Die gibt es ja auch bei Audible und ja, also ich kann die absolut nur empfehlen. Das nächste Hörbuch ging so ein bisschen in eine ähnliche Richtung und zwar Das Labyrinth von London. Das ist der erste Teil der Alex Versus Reihe von Benedikt Jacka und auch das habe ich als Hörbuch vom Verlag erhalten, worüber ich mich sehr gefreut habe. Der Sprecher ist hier Johannes Klausner, der mir aber so vom Namen überhaupt nichts gesagt hat und ich auch tatsächlich gar nicht weiß, ob das jetzt ein bekannter Sprecher oder so ist. Ich hatte halt einfach wieder nach einem Hörbuch gesucht, einfach weil ich dann halt nach Harry Potter doch noch nicht so das Bedürfnis hatte zu lesen und dahin zu greifen und ja, so habe ich dann im Grunde mit Das Labyrinth von London angefangen. Ja, wir sind hier, wie es im Grunde der Titel schon verrät, in London, in ja, so gefühlt in der jetzigen Zeit und wir treffen auf Alex Versus, der ist nämlich ein echter Magier. Er kann auf spezielle Art und Weise die Zukunft vorhersagen und hat einen ja, Laden in London, das Emporium Arcana, das hat mir aufgeschrieben und ja, er erklärt uns so ein bisschen seine magische Welt und auch seine Magie, wie dieses Zeitenvorhersagen, Zukunftvorhersagen im Grunde funktioniert. Denn es funktioniert ganz anders, als wir uns das alle gefühlt vorstellen. Er ist dann aber so ein bisschen etwas Geheimnisvollen auf der Spur und gerät dadurch in das Visier von mächtigen Magiern. Noch dazu hat er eine Freundin, die nicht ja, direkt magisch ist, aber Magie wahrnehmen kann, was ich auch super cool fand.
Und ja, wir sind sozusagen hier so in London unterwegs und begleiten Alex, der uns alles in der Du-Form erzählt. Also es ist anfänglich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wie ich fand. Ich habe bestimmt 1,5 Stunden gebraucht vom Hörbuch, bis ich so überhaupt ansatzweise wusste, um was geht es in dieser Geschichte, was passiert da eigentlich und wo geht das irgendwie hin. Aber als es dann so, als man dann so drin war und dieser Geschichte diese Zeit gegeben hat, ich weiß nicht, vielleicht wäre tatsächlich sogar Lesen leichter gewesen als Hören. Das könnte vielleicht durchaus sein, dass das einfach am Medium lag. Aber danach war ich drin. Ich bin absolut gefesselt gewesen von dieser Idee, wie hier Magie funktioniert, wie hier dieses London uns gezeigt wurde. Diese Geschichte wurde spannend erzählt und es war einfach mal, es war zwar etwas Magisches, es war eine magische Welt, aber es war also etwas, wo man so denkt, hat man schon alles gelesen, kennt man alles, aber es war trotzdem anders. Und auch Alex war ein Hammercharakter. Das war einer, der einen richtig mitnimmt durch seine Ich-Erzählweise. Also das war wirklich eine sehr coole Idee, das auf diese Weise zu tun. Und gerade so nach Harry Potter, wo man jetzt denken könnte, oh, da überschneiden sich magische Welten. Allein der Erzählstil war einfach ein ganz anderer. Und das macht diese Geschichte auch so andersartig, so speziell. Und ich fand, durch diesen Stil zieht sie einen wirklich komplett in den Bann und auch mit dazu. Man hat wirklich das Gefühl, man reist mit Alex durch London und ergründet diese Magie und all die Dinge, die Alex im Grunde auf seinem Abenteuer erlebt. Und ja, das war vom Stil wirklich großartig. Es war auch sehr innovativ, es war was sehr Neues, was Andersartiges. Und was mir wirklich auch gefallen hat, war die Beschreibung von London, von den Charakteren, von dieser Magie, wie das alles so miteinander einspielt. Auch die magischen Wesen fand ich großartig rübergebracht und man konnte förmlich alle Figuren vor sich sehen. Also es lief ein innerer Film ab und das fand ich wirklich großartig. Auch Alex war mir sehr präsent vor Augen und das war wirklich Hammer. Also es ist wirklich ein kleines Highlight. Es war eine tolle Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie diese Geschichtenreihe im Grunde weitergeht. Mir hat das großen Hörspaß gemacht. Auch der Sprecher hat seinen Job gut gemacht. Wäre der Anfang nicht ganz so, ja, holprig gewesen, so. Ich meine, es sind halt, lassen wir es 2 Stunden gewesen sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Hörbuch komplett war. Es war halt schon so ein bisschen, wenn man mit 1000 Fragezeichen ein Hörbuch hört, und ja, vielleicht lag es auch daran, dass man noch nicht hundertprozentig fit war, fand ich ein bisschen schade. Ich denke aber wirklich, dass das vielleicht durch das Medium war. Vielleicht wäre man mit einem echten Buch besser beraten gewesen, also mit dem lesenden Medium, dass man dann vielleicht auch viel leichter einfach mal kurz, wie war das, zurückblättert. Das macht man halt gefühlt in einem Hörbuch nicht. Und ich habe tatsächlich auch das Hörbuch relativ langsam mit 1.2, 1.3 zu Beginn gehört, weil ich gemerkt habe, irgendwie, fühlte mich überfordert und dachte, es liegt an der Geschwindigkeit. Ich habe sie dann aber wieder ganz normal höher gedreht und dann hatte ich keine Probleme mit. Ich glaube, dass es einfach ein Anfang war, der einfach ein bisschen Zeit gebraucht hat. Was natürlich gar nicht weiter schlimm ist, weil es letzten Endes doch noch ein kleines Highlight-Buch wurde. Und ich definitiv die Reihe ja im Grunde so ein bisschen im Auge behalten werde, weil ich da wissen möchte, wie es weitergeht und ich das wirklich großartig fand. Über die Covergestaltung würde ich aber nochmal nachdenken, weil die finde ich wirklich hässlich. Also ich bin ja nicht der Coverkäufer oder der Covermensch. Ja, es ist einem aufgefallen. Ohne dieses Cover wäre mir das Buch vielleicht auch nicht in die Hände gefallen. Aber es ist deswegen noch lange nicht gut und schön. Muss man ganz klar dazu sagen. Aber es ist ja nur meine persönliche Meinung. Ja, und das dritte Buch, was ich zumindest noch beendet habe diese Woche, ist dann Vox von Christina Dalcher. Hier haben wir ja ein Buch, das wirklich sehr, sehr gehypt ist. So das neueste frauenverstehende und frauensteigende Buch, wo Frauen das starke Geschlecht und eigentlich sind sie total unterdrückt und wir haben hier wieder eine Dystopie und ja und ja, es ist die neue Margaret Atwood und das neue Report der Markt. Und ich denke so, wer braucht denn ein neues der Report der Markt? Braucht man das eigentlich wirklich? Dennoch hat mich dieses Buch angesprochen, weil es ja hier darum geht, dass Frauen nur 100 Worte am Tag verwenden dürfen. Und das ist natürlich was mich schon sehr fasziniert. Also ich mag es tatsächlich auch in Tatsachenberichten. Ich habe ja auch dieses Jahr 2, 3 Schicksalsbücher gelesen von Frauen, die aus gewissen Kulturen kommen.
oder aus gewissen Ländern kommen, wo sie im Grunde nichts zu sagen haben, wo sie hinter einem Schleier, egal in welcher Form, leben müssen und dort eben auch versuchen auszubrechen, weil sie merken, dass das kann nicht Sinn der Sache sein, dass mich hier der Vater, der Mann, die Brüder, wer auch immer unterdrücken. Und ja, wir haben natürlich gewisse Konflikte in unserer Zeit, in unserer Welt. Und wenn wir uns in Europa umgucken, glaube ich, dass die Frauenrechte doch sehr weit fortgeschritten sind. Ich zähle jetzt auch Amerika natürlich dazu, auch wenn es jetzt natürlich nicht Europa ist. Ich glaube, dass hier sehr viel passiert ist in den letzten 100 Jahren. Und das verfolge ich auch geschichtlich sehr, sehr gerne. Also ich mag auch Geschichten, in denen Frauen stark sind, für ihre Unabhängigkeit kämpfen. Und man kann es natürlich auch sehr übertreiben. Und das ist, glaube ich, so der große Kritikpunkt hier an dieser Geschichte, ähnlich wie bei Die Gabe, dass man eben dann nicht immer die Männer als nur die Schlimmen hinstellen kann. Und ja, aber wir sind bei Vox. Zur Handlung, so ganz im Groben, wir sind hier in Amerika in naher Zukunft und es gibt eine neue Regierung und diese Regierung ist mehr oder weniger ja, religiös, biblisch geprägt, möchte man sagen, und die hat im Grunde eingeführt, dass Frauen ihrer Rechte im Grunde genommen werden, dass Frauen nicht mehr als 100 Worte am Tag sprechen würden. Sie tragen dazu ein Armband, was diese Worte zählt und dass dann auch etwas passiert, wenn man diese Worte überschreitet. Frauen dürfen auch nicht lesen, sie dürfen keine Briefe schreiben, sie dürfen auch keine Post erhalten. Die bekommt im Grunde der Mann. Und auch nur er hat einen Zugang zum Briefkastenschlüssel. Nur noch Männer arbeiten, Frauen, also ich glaube, Frauen haben tatsächlich auch irgendwann, hat sie gearbeitet? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Sie selbst war ursprünglich mal eine hoch angesehene Wissenschaftlerin und Ärztin und musste das dann aber eben alles aufgeben und lebt jetzt mit ihren 4 Kindern, davon sind 3 Jungs, ja, im Grunde in dieser neuen Welt und ja, muss sich da irgendwie einfügen und unterbuttern lassen, das kann man, glaube ich, gar nichts anders sagen. Und besonders schwierig ist das für sie, für ihre Tochter, weil die eben auch schon dieses Armband trägt. Ich glaube, das bekommt man mit 3 oder 4. Und wo es dann eben auch Wettbewerben in der Schule gibt, wer hat gestern am wenigsten gesprochen und die dann im Grunde dafür animiert werden und dann bekommen sie halt irgendwie eine Süßigkeit, ein Spielzeug, keine Ahnung. Sie selbst hatte früher, in dem Leben sozusagen davor, hatte sie auch noch einen Liebhaber, einen Kollegen von sich, der auch tatsächlich eine etwas größere Rolle dann in diesem ganzen Gesamtbild sozusagen spielt. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die Idee gut. Ich mag Dystopien, ich mag es, wenn Zukunftsvisionen geschaffen werden, die gar nicht so abtrünnig irgendwie sind dass man sagt, man kann sich das vorstellen, wie es halt wirklich, ich meine, Panem war natürlich schon ein bisschen überspitzt mit diesen Hungerspielen, aber gerade Report der Markt oder auch The Circle zum Beispiel auch, das sind für mich Geschichten, die irgendwie gar nicht so weit in der Zukunft sind, die man sich irgendwie vorstellen kann und wo man sich eben denken kann, dass das wirklich passiert. Und ja, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn eine Regierung irgendwie merkwürdige Regeln einführt, dass ein gewisser Teil der Menschen mitgeht, es vielleicht auch durch Bedrohungen oder sonstiges oder Versprechen, egal in welche Richtung, dass es da Mitläufer gibt. Aber, und da kommt jetzt der große Knackpunkt auch zu diesem Buch, ich glaube einfach nicht, dass innerhalb von 2, 3 Jahren sich, also ich hoffe zumindest auch wahrscheinlich, dass sich diese Welt so verändern könnte. Denn ich weiß tatsächlich nicht, ob sich die Frauen das gefallen lassen würde. Da könnte man jetzt mal sagen, okay, wenn der Mann, der Vater zu Hause auf den Tisch haut und das für gut befindet, ja. Ich gehe tatsächlich vielleicht sogar noch bei den Ehemännern mit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, dass es genügend Männer auf unserer Welt gibt. Ich würde jetzt vielleicht nicht, ne, dass es die gibt, die gerne so, ja, der Herr im Haus sind. Und kann ich mir vorstellen. Wo bei mir der Glaube aber irgendwie aufhört, sind die Väter von Töchtern. Das kann ich jetzt natürlich vielleicht nur sagen, weil ich selbst einen Vater habe, der Töchter hat. Hat das jetzt Sinn gemacht? Aber ich glaube einfach nicht, dass Väter das für gut heißen würden bei ihren Töchtern. Und ich glaube nicht, dass so ein Wandel, wie wir ihn in Vox erleben, dass der von heute auf morgen geschieht. Und ich weiß, woher diese Geschichte ihren Ursprung nimmt, woher diese Angst von jetzt Frauen, von Autorinnen kommt, von einer Gesellschaft kommt, die sagt, ich nehme mir bewusst die Frauen her als schwaches Geschlecht. Und
drehe jetzt das alles so irgendwie zurück und mache es noch schlimmer, als es vielleicht vor 100 Jahren war. Und ich kann irgendwo nachvollziehen, dass diese Angst in uns Frauen schwebt. Ich glaube, dass sie in uns Frauen tatsächlich mehr schwebt als in Männern. Ich glaube, dass wenige Männer eine Angst davor haben, dass sie irgendwann das schwache Geschlecht sind, ihnen die Worte genommen werden und die Rechte. Weiß ich nicht, es gibt gefühlt für mich kein Science-Fiction-Roman, wenn es eine Geschlechtertrennung gibt, wo der Mann der Verlierer ist, außer wenn man jetzt über Sleeping Beauties nachdenkt. Ja, bei Die Gabe war es ja auch so, dass auf einmal, ja, da hat man halt einfach das Bild umgedreht, aber was ja auch nicht gut war, wie ich fand. Aber lange Rede, kurzer Sinn, für mich ist die Idee sehr gelungen und auch die Angst absolut verständlich. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, man beschäftigt sich nicht doch auch mal irgendwie mit sowas. Aber ich glaube einfach nicht, dass das so schnell ginge, wie das in dem Buch geschehen ist. Und das ist was, was mir tatsächlich so ein bisschen Spaß an dieser Idee genommen haben. Zudem muss man auch echt sagen, dass die Männer nicht gut wegkommen. Das ist der Punkt, wo ich eben denke, dass nicht alle Männer auf diesen Zug aufspringen würden. Und wie gesagt, gerade die Väter, da bin ich mir einfach zu 90% sicher, dass die das nicht für gut heißen würden, was da mit ihren Töchtern passiert. Und zudem gibt es dann eben auch noch so 2, 3 Wendungen, wo ich gedacht habe, Mensch, wo ich einfach mit Sean überhaupt nicht mitgehen konnte. Allein über welche Dinge sie sich Gedanken macht. Und ich denke mir, Mädel, du bist hier in einer Gesellschaft, du warst mal eine angesehene Ärztin und Wissenschaftlerin, du bekommst hier die Möglichkeit, irgendwas für dich und deine Familie zu tun, für deine Kinder, für deine Tochter. Und die hat dann auch so einen großen Sohn, der irgendwie 15, 16 ist, der eben genauso denkt wie die Gesellschaft, wo ich mir denke, wenn, ach, ich weiß es irgendwie nicht, ich glaube auch nicht, ob Söhne von Mütter, ja, wahrscheinlich noch eher, ne, ich weiß nicht, ich bin mir gerade unsicher, ich habe keinen Sohn, ich kann nicht schlecht fragen. Und sie hat banalste Probleme und, ach, und das fand ich so schade. Zum einen, wie das Männerbild gezeichnet wurde, wo ich einfach dachte, so funktioniert Schwarz-Weiß ganz gut. Aber so ist die Welt dann halt doch nicht. Das hat mich ja auch ein bisschen an Sleeping Beauties von Stephen King gestört, dass er da so ein bisschen männerfeindlich ja gefühlt schon wirklich war. Und mich hat ja auch gerade bei Die Gabe gestört, dass die Geschlechter einfach getauscht wurden. Und ich mir denke, so funktioniert es auch nicht. Also auch nicht, wenn Frauen Macht haben, benehmen sie sich schlimmer noch als die Männer heute. Ich glaube das einfach nicht. Für mich ist dieses extreme Schwarz-Weiß, ist, ja, man will damit natürlich provozieren, man will eine Geschichte erzählen, aber es gibt so viele Facetten und ein paar Facetten hätten dieser Geschichte nicht schlecht getan. Zudem, wie gesagt, finde ich es einfach schlimm, mit welchen Problemen sie sich beschäftigt hat, auch gerade als sie vielleicht irgendwo ansatzweise die Möglichkeit bekommt, irgendwas zu verändern für sich und auch für ihre Tochter. Das tat mir so im Herzen weh, wie diese Tochter von ihr, also ach, fand ich wirklich schlimm. Und wie gesagt, eben auch so die Wendungen, die es dazwischen gab, wo ich mir dachte, ach Mädel, du hast wohl nichts anderes zu tun, als da mit deinem Ex-Labor-Kollegen hier. Och, ich weiß nicht, für mich funktioniert sowas nicht. Ich mag auch ja bei Jugendbüchern oft nicht, wenn die hier eigentlich die Welt retten sollten und haben dann aber Probleme. Edward oder nehme ich Jacob, wobei jetzt sind wir bei Twilight, was ja nichts mit einer Dystopie zu tun hat, aber ich weiß nicht, ob man sich die Fragen wirklich stellt, wenn man irgendwie die Welt retten soll. Ich weiß nicht, Batman fragt sich das doch auch nicht oder Superman oder... Ja, jetzt habe ich ein bisschen aufgeführt. Also vom Grundidee finde ich Fox sehr, sehr gelungen. Gerade weil es natürlich in unserer Zeit durchaus diese berechtigte Angst, weiß ich nicht, gibt. Und man irgendwo vielleicht schon befürchtet, dass Frauenrechte irgendwo nach hinten rutschen und mächtige Männer ihre Macht stärken und man hat ja genügend Länder, also gibt ja genügend, die unter die Scharia fallen, Saudi-Arabien, es gibt Länder in Afrika, da ist die Frau halt gefühlt genau schon so weit. Und da kann man sagen, ja, jetzt dürfen sie aber auf Auto fahren in Saudi-Arabien und denke ich mir, ach ja, das so gefühlt, der Arm der Freiheit ist, ja, aber ich möchte ja gar nicht politisch irgendwie werden, aber ihr merkt, dass mich das Thema durchaus ein bisschen reibt, weil ich eben einfach schon sage, man hätte aus dieser Geschichte so viel machen können und
ich sag wirklich so, das erste Drittel fand ich sehr, sehr gut. Das hat mich sehr gepackt, gefesselt. Dann wurde es ein bisschen abstruser, wo ich dann eben öfter mal den Kopf geschüttelt habe. Und gegen Ende dachte ich mir immer nur, was will mir die Autorin jetzt damit denn sagen? Dass selbst, wenn jetzt hier die Welt brennt, ich mir am besten noch schnell einen Liebhaber suche und der Rest ist mir Wurst. Ich meine, gut, damit kann man auch dann sein Leben beenden. Aber ja, leider eher nur ein okay Buch. Vom Thema her finde ich es wichtig und richtig und gut. Aber die Umsetzung ist leider für mich persönlich schon etwas gescheitert. Das tut mir wirklich leid. Es ist so okay. Also man konnte es gut weglesen, keine Frage. Ich habe es, glaube ich, auch in 3 Tagen gelesen. Also ein gewisser Spannungsbogen ist natürlich vorhanden. Man möchte wissen, wie das weitergeht. Auch der Schreibstil, da gibt es nichts zu meckern, wie uns diese Welt mitnimmt. Vielleicht wäre noch so eine weitere Perspektive nicht schlecht gewesen, um so ein Gesamtbild zu bekommen. Aber wenn man die Möglichkeit hat, den Reporter Mark zu lesen, dann würde ich das immer bevorzugen. Also wer wirklich so eine, ja, Dystopie, eine düstere Science-Fiction lesen möchte, wo es Frauen nicht gut geht, ich glaube, der ist bei der Reporter-Markt einfach richtig. Passt, weil das ist tatsächlich, glaube ich, einfach so das Buch, was sich auch wirklich am realistischsten anfühlt. Und ja, aber genug darüber gesprochen. In meiner Krankheit-Abwesenheit habe ich auch die Flow gelesen. Das ist die neue Flow, die ich super schön finde mit diesem roségoldenen Flow-Aufdruck, wo ich schon überlege, wo könnte ich mir den hier rausschneiden, wo könnte man sich dieses schön schimmernde roségoldene hinmachen. Fand ich wieder sehr, sehr gelungen. Habe ich mir, glaube ich, nach meinen Arztbesuch am Dienstag mitgenommen, weil wo bin ich da vor? Ach, ich musste in die Apotheke und daneben war im Grunde ein Zeitschriftengeschäft. Und da habe ich mir die mitgenommen und es war ein Mini-Wunschzettel und ein Zeichenheft mit drin. Und diese Mini-Wunschzettel habe ich auch noch drin gelassen, weil ich die super schön fand und ich schon mich gefragt habe, was man damit anstellen könnte. Also man hat hier diese Zettelchen und hinten drauf kann man eben kleine Wünsche schreiben, beziehungsweise stehen auf manche auch schon kleine Wünsche drauf. Super, super schön gemacht. Als Oberthema war so ein bisschen Tagträumen, Kreativität und wie Veränderung uns im Grunde wachsen lässt. Und es sind hier auch wieder super schöne Kapitelabschnitte drin. Ja, ich habe die wieder zu 100% durchgelesen. Ich mag die Flow unglaublich gut. Das ist, glaube ich, auch das Magazin, was ich glaube, da fehlt mir keine Ausgabe, wo ich keine Ausgabe auch verpasse. Und mit der Hücke ist das wirklich so mein absoluter Favorit und gefällt mir unglaublich gut und hat auch diesmal wirklich sehr viel Spaß gemacht. Es gibt ja jetzt auch aktuell ein Sonderheft. Ich weiß gar nicht, ob, ja, hier, du, wie heißt das so schön? Leichter Leben extra. Das große Buch von weniger, das Leben leichter machen, weniger arbeiten, kleiner wohnen, Laien statt kaufen, loslassen lernen, öfter online. Und auf das freue ich mich jetzt auch, weil die werde ich mir auf jeden Fall auch besorgen. Und war wieder eine ganz, ganz tolle Flow, kann ich absolut empfehlen. Ja, ich war ja krank und in dieser Abwesenheit habe ich natürlich neben Hörbuch hören auch ein bisschen, ja, ferngesehen. Und ich bin ja kein Fernsehfreund, auch kein Fernsehschauer im Großen und Ganzen. Von daher habe ich mir es bequem gemacht bei Six und habe This Is Us, ich glaube, eine Folge oder zwei angeguckt, die mir noch gefehlt haben. Ich habe Sherlock auf Netflix durchgesuchtet, ja. Ich habe hier auch die DVD stehen, aber es war mit Netflix ein bisschen einfacher, weil man nicht aufstehen muss, um die DVD zu wechseln. Und ich fand es geil. Also ich bin ein Sherlock-Fan, zumindest der Serie. Ich habe ja noch tatsächlich kein einziges der Bücher gelesen. Vielleicht sollte ich mir das für 19 auch mal vornehmen und mal hier so ein bisschen im Sherlock lesen. Ich liebe die Serie, ich liebe die Folgen, ich liebe die Schauspieler. Ich bin ein absoluter Fan von Benedict Cumberbatch, ich liebe Martin Freeman, ich bin da ein Riesenfan. Ich liebe Moriarty, ich liebe diesen Bösewicht, ich bin da so begeistert, ich finde toll, wie er geschaffen ist. Und es gibt jetzt ab Oktober einen Manga über Moriarty. Ich bin total gespannt darauf und bin ein absoluter Fan. Und ich liebe diese Folgen. Ich liebe dieses Miteinander von Sherlock und Watson. Und ich bin absolut begeistert. Und ich habe das unglaublich geliebt. Und
Ja, also das absolut. Es ist eine Serienempfehlung. Es ist mit wirklich die beste Serie, die ich kenne und die mir wirklich immer wieder großen Spaß bereitet. Also sie ist definitiv auf einem Treppchen irgendwie mit Game of Thrones und ja, mit Downton Abbey. Jetzt musste ich mal kurz nachdenken, wo ich auch kurz überlegt habe, ob ich die nicht anfange. Aber ich glaube, Downton Abbey ist eher sowas ab November. Ich glaube, dann werde ich tatsächlich zu Downton Abbey greifen. Und ja, dann habe ich auch filmtechnisch mir ein bisschen was angeguckt. Ich habe ein drittes Mal La La Land geguckt, ein drittes Mal Greatest Showman geguckt und ich glaube, ein viertes Mal Der Marsianer, aber ich glaube, war damals zweimal im Kino. Und alles drei Filme, absolute Empfehlung. Sie machen Spaß. La La Land habe ich auf Prime geguckt. Marsianer läuft auf Netflix. Und Greatest Showman habe ich auf DVD geguckt. Ja, ja, war großartig. Also absoluter Fan von, also danach lief dann auch der Soundtrack von Greatest Showman und La La Land im Wechsel. Marsianer ist eine Hammerverfilmung. Ich gefühlt, auch Matt Damon ist einfach großartig. Ich finde, der passt so perfekt in die Rolle von Mark Watney und ach, es war einfach toll. Auch wenn mir ja das Ende im Film nicht ganz so gut umgesetzt gefällt. Ich bin ein absoluter Fan. Ich liebe Matt Damon. Und ja, also kann ich absolut alle drei Filme nur empfehlen. Und nicht nur, wenn man krank ist, sondern wirklich grundsätzlich. Und dann habe ich letzte Woche auch die erste Folge der Höhle der Löwen geschaut. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr habe ich gar keine Folge gesehen, aber ich war ja krank und lag so rum und dachte Dienstagabend, ja, reden kannst du eh nicht, da kannst du auch mal Höhle der Löwen gucken. Und ich fand es tatsächlich wieder ganz gut. Mir fehlt so ein bisschen die Power in dieser Serie. Ich finde es, dass es manchmal, ja, diese Gespräche, ne, das sind ja so ganz innovative Produkte und kreative Menschen und dann ja die eben gerne sich eventuell dann beteiligen an diesem Geschäft. Und natürlich möchte man da bei dem Austausch so ein bisschen dabei sein. Mir dauert das aber gefühlt manchmal ein bisschen zu lange. Zudem übertreibt es Vox unglaublich mit der Werbung. Und dann hatte ich zwischendurch schon gar keine Lust mehr und dachte mir, ach, dann redet einfach. Und ja, also es war dann auch so, dass ich teilweise wirklich in der Werbung einfach nochmal irgendwie ein YouTube-Video geguckt habe oder, also wo ich einfach dachte, Mensch, irgendwie, es zieht sich so ein bisschen und es wäre schöner als zum einen natürlich weniger Werbung, zum anderen eben auch, wenn das Tempo so vom Erzählstil ein bisschen, bei einer Sendung, ja, ein bisschen schneller gewesen wäre. Aber ja, mal gucken, ob ich diese Woche, also es ist heute noch nicht Dienstag, ob ich da im Grunde noch ich mir die zweite Folge angucke oder ob ich mir sie vielleicht auch einfach aufnehme und im Nachgang gucke. Mal sehen. Ja, ansonsten ist in der Woche nicht allzu viel passiert, außer dass ich wirklich krank war, dann Freitag mal zu DM gegangen bin und mal wieder ein bisschen einkaufen gewesen bin und da Weihnachtssachen entdeckt habe, also Lebkuchen und keine Ahnung, und dachte, ich bin noch nicht mal in Herbststimmung, ich bin eigentlich noch im Spätsommer. Und ihr kommt mir jetzt schon mit Lebkuchen. Ja, jeder, der gerne Lebkuchen isst, bitte greift zu, lasst es euch schmecken. Ich fand es Ende August, Anfang September schon ein bisschen früh. Muss man, weiß ich nicht. Finde ich das einfach ein bisschen früh. Aber ja, viele haben ja auf Facebook mir auch bei dem Status dann eine Privatnachricht geschickt und darauf reagiert und haben gesagt, oh Gott, ich bin eigentlich noch voll in der Grillsaison. Und ich dachte so, ja, ich will auch noch ein, zwei Mal grillen und ich will noch keinen Lebkuchen und Glühwein. Aber gut, ja, so unterschiedlich sind wir Menschen wahrscheinlich alle. Ja, das soweit zu meiner Woche. Ich habe auch, glaube ich, Freitag dann den neuen Musso angefangen zu lesen, zusammen mit der lieben Chiara von Books and Bakery. Da das Buch jetzt ja aber noch nicht beendet wurde in dieser Bücherwoche, stelle ich euch das natürlich in der nächsten Woche vor. Ich bin da ganz aktiv auch heute noch am Lesen und freue mich auch wirklich auf den weiteren Austausch mit Chiara. Und ja, in der nächsten Bücherwoche gibt es dann auf jeden Fall Musso. Und ja, sonst habe ich, glaube ich, nichts vergessen. Ich ja, hoffe, euch hat die Bücherwoche gefallen, weil ich kennt ihr ja das ein oder andere Buch. Vielleicht habt ihr auch irgendwie zu Harry Potter ein bisschen was zu erzählen oder selbst Bücher, wo ihr sagt, Mensch, die würde ich gerne rereaden. Packt das gerne mal in die Kommentare, wie ihr überhaupt dazu steht, dass man Bücher nochmal liest. Ob euch sowas Spaß macht oder ob ihr eher sagt, nein, ich möchte immer nur neue Geschichten entdecken. Dann gerne mal in die Kommentare, weil ich kann mir da auch so ein bisschen
eine kleine Diskussion sozusagen anfangen und wäre ja vielleicht auch mal ein Vlog-Thema. Schreibt mir da gerne eure Gedanken mal dazu. Und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.